Hallo, herzlich willkommen wieder. Diesmal haben wir Aufnahmeprüfung Karlsruhe. Schauen wir uns mal diese Aufgabe. Wir haben hier eine Abbildung, eine blaue Gerade mit der Gleichung y ist gleich minus 2x plus 4 und Punkt B mit den Koordinaten xb, yb. Und wir haben auch ein Rechteck. Und jetzt gefragt ist, wie kann man xb und yb so bestimmen, damit der Flächeninhalt von diesem Rechteck maximal wird? Okay, was ist denn die Formel von Fläche oder Flächeninhalt? F ist gleich Länge mal Breite. Okay, also von hier nach hier ist die Breite und von hier nach hier ist die Länge. Und hier Länge entspricht y, also von hier nach hier. Und die Breite hier entspricht x. Wir können diese Formel erweitern. Y ist gleich minus 2x plus 4 und dann mal x, das ist gleich minus 2x Quadrat plus 4x. Und jetzt, wie kann man maximale Fläche bestimmen? Indem wir das hier, diese f-Funktion, differenzieren. Einmal. Und gleich 0 setzen. Was haben wir denn? Minus 4x plus 4 gleich 0. Deshalb x ist gleich 1. Das heißt, das ist unser xb. Ja. Und wie bestimmt man yb, indem wir diesen Wert in dieser Gleichung einsetzen? Das heißt, einsetzen. Yb ist gleich minus 2 mal 1 plus 4. Dann haben wir minus 2 plus 4, also 2. Es gibt eine sehr ähnliche Aufgabe von Kaiserslautern. Und zwar von W-Kurs. Schau mal diese Aufgabe. Hier. Der Konzept ist total ähnlich, so wie das hier. Macht mal bitte diese Aufgabe als Übung und ihr könnt die Lösung in die Kommentare schreiben. Nächste Aufgabe. Okay, gegeben ist Funktion f x Quadrat. Gefragt ist g und h. Okay, wir sehen hier, dass Funktion h ist sehr ähnlich wie Funktion f, nur versetzt. Ja? Versetzt nach rechts und nach unten. Wir schreiben zuerst 1, 2, 2,5 Strich nach links oder nach rechts versetzt. Das entspricht 1, weil von da nach da ist 1, ja? Die Länge ist 1. Okay. Einmal nach rechts. Und von da nach da ist auch ein 1, also auch einmal nach unten. Okay, das heißt, von f nach h, die Transformation ist
hx ist gleich x minus 1 Quadrat minus 1. Ja, das hier ist wegen nach rechts und das hier ist wegen nach unten. Und das ist gleich x Quadrat minus 2x plus 1 minus 1. Das heißt x Quadrat minus 2x. Und jetzt Funktion g. Wir können sofort diese Formel benutzen. Hier die Nullstellen x1 und x2 sind minus 2 und 2. Das heißt, es ist gleich j durch a und j ist in diesem Punkt. Das ist auch 1. Ja? Das ist die Schnittstelle mit der y-Achse. Das heißt, a ist gleich minus 1 durch 4. Und hier minus 2 plus 2 ist gleich minus b durch a. Weil hier auf der linken Seite 0 ist, dann folgt sofort, dass b gleich 0 ist. Also gx ist gleich minus ein Viertel x Quadrat plus 1. Okay. Nächste Aufgabe. Hier auch wiederum fx ist gegeben, nämlich Sinus x und diese blaue Kurve g ist einmal nach oben versetzt. Ja? Einmal nach oben. Deshalb gx ist einfach Sinus x plus 1. Und diese rote Kurve hx, wir sehen zuerst, dass die Periode von der von Funktion fx ist ungefähr 6, etwas. Ja? Und diese rote Linie ist auch ungefähr 6, etwas. Also gleiche Periode, nur versetzt zweimal nach rechts. Ja? Das heißt, hx ist gleich Sinus x minus 2. Also wenn ihr zum Beispiel x gleich 5,14 hat, dann hx wird Sinus 5,14 minus 2. Das ist gleich Sinus 3,14. Und das ist gleich Sinus Pi.
ja? Und das ist gleich Sinus 180 Grad. 0. 5,14 ist ungefähr das hier. Und wir sehen, dass die Y-Wert ist 0. Also korrekt. Ja? Vielen Dank fürs Anschauen. Lern gut, viel Erfolg und auf Wiedersehen.